Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blue Dragon. Im letzten Part, da haben wir schön mal hier gefailt gegen diesen Mechard, Landhai, whatever. Und ich versuche es einfach nochmal. Warte mal. Schon gerade leichter Weg. Nein! 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 Ach egal. Wenn ich es nicht schaffe, dann will ich auf den leichten Moos umsteigen. Nee. Ist ja schrecklich. So, ich hoffe, wir werden nicht failen. Die Steuerung ist für den Hintern, ganz ehrlich. So für den Hintern, das wisst ihr gar nicht. Nee. Ganz ehrlich, so blöde Steuerung hatte ich noch nie in meinem Leben. So eine blöde Steuerung. So, nimm das. Nimm dies. Oh. Oh mein Gott, ich habe keine Raketen mehr. Ja, wo ist der jetzt? Oh Mann. Gott. Da. Ganz ehrlich. Das ist dreckig mit dieser Steuerung. Ich krieg die überhaupt nicht in den Griff. Oh Gott, nein. So, jetzt da ist er. Oh mein Gott, sehe ich die? Ah, du! Schrecklich. Ja, ist klar, ich einer getroffen wir, dann treffen wir auch die restlichen. Ja, stirbt! Oh Gott! Schrecklich! Ja, du gibst dich auf. Ich geb gleich auf. Stirb! 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 Der eine hat mich getroffen, oder? Ne. Wo ist er? Ah, ist klar, dieser Hai. Yes, ja, komm hier, nimm, hier, nimm, 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 nimm. Oh, oh, Gott. Nimm das für Sparta. Ah. Oh, du regst mich auf, Alter. Du mieser Drecksal. Ist klar, ne? Ja, der feuert mich jetzt ein hier. Ja, ist ne. Ja, der feuert mich ein. In den Raketen. Ist klar. Boah, ist klar, ne? Hey, das ist doch... Wie soll man das bitte schaffen, Leute? Ganz ehrlich. Besonders die Steuerung ist einfach nur für den Hintern. Ist klar, ne? Ja, nö, 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 nö. Garantiert nicht.
Nö, nö, nö. So aus dem Hintern. Für den Hintern. What the fuck? Jetzt. Hey, du bist so mies, du Dreckshai. Ist klar, es rammt das mich sogar noch. Das ist doch unfair, hoch 10. Ja, macht es weg. Das interessiert mich nicht. Oh, ja, ich mach Nummer neu. Ja, vom Kontrollpunkt. Oh je. Yeah. Wie dreckig das ist. Komm, lad. Lade. Lade. Nochmal Ladebildschirm, schön. Komm, mach! Ja, will ich. Nein. Oh mein Gott. So, jetzt mache ich dich aber kalt. So. Ja, man merkt schon den Schwierigkeitsgrad. Änderung. Oh ja. Aber wirklich, da merkt man einen riesen Unterschied. Oh mein Gott. Ein riesen Unterschied. Ja, und man kann so viel drauf schrubben, wie man will. Ja. Sim ist egal. Hauptsache man schafft die Scheiße. Ja, ganz eindeutig der leichte Modus. Die Waffe kann ich überhitzen. Ganz eindeutig. Wow. Und die macht kaum noch Damage, die Scheißteile. Ah, sorry für den Ausdruck, aber das musste mal sein. Ja, fast kein Damage mehr. Oh mein Gott. Ja, ganz klar, das Ziel vom Spiel, was soll es schaffen? Ganz klar. So. Gleich bist du hinüber, Landteil. Aber das ist wirklich ein großer Unterschied. Ein Riesenunterschied. Besonders, ich bekomme keinen Schaden mehr, glaube ich. Beinahe keinen Schaden mehr. Kann mir nicht recht egal sein, ob ich getroffen werde oder nicht. So. Müsste jetzt auch gleich vorbei sein. Ich meine, interessiert mich nicht, ob ich jetzt getroffen werde oder nicht. Ja, Stram. Wow. Ja, gleich vorbei. Und das war's, würde ich sagen.
Sieh dir das an. Die Ahnen haben offenbar den ganzen Planeten modifiziert. Warum sollten sie das tun? Ich glaube, die Macht der Magie. Magie? Mit Magie ist alles möglich. Vielleicht wurde so diese Welt erschaffen. Ich glaube, ich verstehe, warum Nene vom Paradies spricht. Trotzdem hat er kein Recht, unsere Welt so einfach zu zerstören. Ich sage euch, Leute wie ihr, die sich selbst zum König machen, taugen nichts. Wohl wahr, Schuh, wohl wahr. Würfelwelten. Psst, genial. Was ist das denn? Okay, Leute. Micha-Robo-Würfel. Toll. Ah. Ja, Sato. Yeah. Du konntest entkommen. Ja, ich danke euch. Ich freue mich. Yay, Yasato. Was willst du noch sagen? Oh, jetzt bin ich sein wahrer Meister. Und von den anderen auch. Und, oh, da ist ein Springer. Geil. Das ist, oh, sorry für den Ausdruck. Ich meine, cool, genial, ja, genial. Ein Springer im Inneren der Erde. Sprunggerät wurde aktiviert. Wow, hat er irgendwie zu viel LSD oder keine Maß genommen? Boah, geht der ab. Ha. Und, naja, ich würde mal sagen, mit dieser Kulisse verlasse ich euch auch. Ich mache hier einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.